Hallo Helmut, nochmal. Natürlich wird eben angekündigt, das Integral von Wurzel aus 3x² minus 1 mal x dx soll bestimmt werden. Und ich habe jetzt hier drüben schon mal zwei Basisformeln hingeschrieben. Und zwar haben wir einmal das, was wir von gerade eben schon kennen, das Integral von einer Funktion, wo wir eine verschachtelte Funktion im Prinzip haben, was wir hier auch haben. Die Wurzel aus ist die äußere Funktion f. Und g von x, also die innere Funktion dieser geschachtelten Funktion, wäre 3x² minus 1. Und dann haben wir hier auch ein Malzeichen und noch eine Funktion. Allerdings stimmt es jetzt nicht, dass die Ableitung von diesem hier, das hier in der Wurzel steht, tatsächlich x ist. Deswegen ist es nicht diese Funktion, diese Formel kann es in dem Fall nicht sein. So, dann kann man natürlich hier auf die Idee kommen, diese Dinger hier zusammenzufassen, weil letztendlich kann ich ja aus dem x auch die Wurzel aus x Quadrat machen und das dann da rein multiplizieren. Ist allerdings eine Sache, die den Definitionsbereich verändert, denn hier kann ich ja für x alles einsetzen, während ich hier für x auch alles einsetzen kann. Naja, ist richtig. Allerdings kann ich hier, wenn ich verändere ich dabei auch die Wertemenge, wenn ich hier minus 3 einsetze, kommt hier halt minus 3 mal diese Wurzel raus. Wenn ich hier minus 3 einsetze, dann kommt hier 9, Wurzel aus 9 ist plus 3. Das heißt, hier schließe ich dann plötzlich alle negativen Werte aus und muss dann noch darüber nachdenken, wie es weitergeht. Ist außerdem in diesem Fall, wird es nachher ein sehr interessantes Ergebnis geben. Da werde ich jetzt gleich mal darauf kommen, dass wir diese Formel noch mal kurz erklären. Pars Uppe Kasuppe. Wir haben hier also das Integral von einer Funktion multipliziert mit einer anderen Funktion. Und dieses hier ist jetzt natürlich nicht die Herleitung dieser Formel, sondern das Benutzen dieser Formel. Wir können also dieses Produkt, was hier steht, tatsächlich so auffassen als eine Funktion mal eine andere Funktion. Und diese andere Funktion, die nehmen wir als Ableitung davon. Können wir machen. Ja, das heißt, diese Struktur hier, die können wir als diese hier erkennen. Jetzt ist es allerdings hierbei leider ein Spezialfall, der offensichtlich irgendwie geübt worden sein muss. Denn wir können jetzt hier sehen, dass wir doch diese Formel anwenden können. Und zwar, ich will das ja einmal vormachen, und zwar substituieren wir t, oder ich mache in diesem Fall jetzt mal z. Z ist gleich 3x² minus 1. Ja, das ist jetzt sozusagen auch wieder eine Vorüberlegung. Das ist hier, ist wirklich so, man muss sich erstmal diese Gleichung angucken und dann gucken, okay, was mache ich, was ist sinnvoll, was könnte zu einem Ergebnis führen. Da will ich jetzt keine allgemein verbindlichen Lösungen für geben. Und zwar ist dann natürlich dz als Ableitung davon 6x. Ja, die 1 fällt weg, 3 mal 2 ist 6x hoch 2 minus 1 ist 6x. Dx natürlich haben wir gesagt. Und dann können wir dx nach dx umformen. Dx ist, oh Gottes Willen, das müssen wir nochmal schreiben. dx ist gleich dz durch 6x. So, jetzt wollen wir uns das mal genau angucken, indem wir das kann man natürlich als geübter Substituierer, kann man das im Kopf, und ansonsten muss man sich das tatsächlich hinschreiben, auch welche Sache hier funktioniert irgendwie. Da will ich keine Standarderklärung geben. Man kann das am besten, es werden gar nicht so viele Sonderfälle angegeben oder berechnet in der Schule. Deswegen ist es so, dass man hier tatsächlich die einzelnen Sachen ausprobieren muss, weil vielleicht kommen wir auch dazu nochmal zu einer anderen Sichtweise, aber im Moment will ich das mal so verkaufen, ja, weil es auch so funktioniert. Jetzt haben wir als nächstes ja das Integral eigentlich von Wurzel aus z mal x. Und jetzt substituieren wir auch das dx als dz durch 6x. Und jetzt kann man hier schon mal merken, hier steht auch immer ein Mal, ein ja zugegebenermaßen ein wenig unsichtbares Mal, aber das steht ja auch sonst hier bei 6x steht ja auch ein Mal, irgendwie da kann man sich dran gewöhnen. So, jetzt kann man hier sehen, hier steht ein Mal, hier steht ein Mal, hier steht ein Durch. Das heißt, ich kann das x hier kürzen und dann sieht die Funktion plötzlich ganz zahm aus. Ja, dieses x hier kürze ich mit diesem x, das darf ich.
Ja, das darf ich auch immer. Also wenn die Funktion noch mal anders aussehen würde, dieses Kürzen hier müsste irgendwann mal besprochen worden sein. Und jetzt steht hier tatsächlich auch diese durch 6 hier, kann ich auch auffassen als mal ein Sechstel. Ja, ich könnte dieses ein Sechstel könnte ich jetzt auch hier hinschreiben. Oder nach einer der Integrationsregeln könnte ich das ein Sechstel, also einen Faktor, kann ich auch vor das Integralzeichen ziehen. Und jetzt habe ich hier das Integral von Wurzel z zu berechnen. Gut, das kann man entweder auswendig gelernt haben oder man formt nochmal das hier um in eine Potenz. Wurzel ist ja immer hoch ein Halb und dann kann ich davon die Stammfunktion bilden. Und zwar ist es dann ein Sechstel mal, eckige Klammern, wir erhöhen den Exponenten um 1, das heißt 3 Halbe ist nachher, kommt nachher raus, und teilen den Koeffizienten, den wir jetzt davor haben, die 1 in dem Fall, teilen wir durch den neu entstandenen Exponenten, ist dann 2 Drittel z. Jetzt habe ich schon wieder das plus c vergessen. Das sollte man nicht vergessen. Wenn man keine Grenzen hat, immer gerne plus c. So, jetzt resubstituieren wir wieder das z durch 3x² minus 1. Dann steht da 2 Drittel mal, oder es steht sogar ein Sechstel mal 2 Drittel mal, Klammer auf, 3x² minus 1 hoch 3 halbe plus c. Und jetzt kann ich ein Sechstel mal 2 Drittel, kann ich natürlich noch zusammenfassen zu ein Neuntel. Ein Neuntel mal 3x² minus 1 in Klammern hoch 3 halbe kann ich natürlich auch schreiben als tadadada, 3x² minus 1 in Klammern hoch 3 und daraus die Wurzel. Und das Ganze mal ein Neuntel oder man kann sogar, ja, nee, das machen wir so. Ein Neuntel mal Wurzel aus und so weiter. Das ist das Ergebnis. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dazu Fragen gibt, beziehungsweise dass dazu jetzt mehr Spezialfälle angefragt werden. Und da freue ich mich auch schon drauf, denn dann können wir tatsächlich das hier mal das Thema abrunden. Ja, es gibt nämlich verschiedene Sachen, wo man dann hier an der Stelle muss man tatsächlich dann offen sein und ein bisschen versuchen, mit den gegebenen Sachen rumzuspielen. Ich bin mir jetzt halt nicht ganz sicher, in welche Tiefe das Ganze jetzt hier abdriften wird, aber da könnt ihr ja gerne mitbestimmen. Also Helmut, wenn du noch mehr solche Aufgaben hast, schick sie rüber. Das ist hoffentlich konnte ich dir das hier plausibel machen. Wenn nicht, versuche ich es natürlich auch gerne nochmal auf eine andere Art und Weise, denn das Ziel ist hier, dass man das auch tatsächlich in diesen 8 Minuten verstehen kann. Bis dahin und tschüss.